Hallo, ich freue mich, dass du Golfen mit Freude besuchst. Ich möchte dieses Jahr das Training so machen. Ich werde zweimal in der Woche Videos hochladen und ich schlage vor, dass du jedes Mal das Video anschaust und das machst, das probierst, das trainierst, was ich in dem Video vorschlage. Meine Idee dabei ist, dass du indirekt einen Trainer immer dabei hast, dass du mich dabei hast und ich möchte dann strukturiert dir helfen, besser zu werden. Heute habe ich einen ganz einfachen Tipp. Es geht um den Rückschwung und das geht für kurzes Spiel und langes Spiel. Folgendes passiert: beim Ausholen bewegt sich der Schläger nach da. So, von hier muss ich irgendwie den Ball treffen. Und wie du dir vorstellen kannst, ist das kompliziert. Und dann passiert sowas. Man trifft den Boden zuerst oder man toppt den Ball. Und warum? Das passiert, weil man einfach viel kompensieren muss. So, damit du nicht kompensieren musst, damit du einen schönen Schlag machen kannst, der so aussieht, da habe ich gar nicht kompensiert, ist es wichtig, dass du den Schläger in diese Position bekommst. Und was meine ich da? Meine Hände sind oberhalb der Fußlinie und der Schlägerkopf ist leicht vorne. Und das ist Ebene. Jetzt ist der Schläger auf der Ebene. Und das geht für kurze Schläge, aber auch für den Start des vollen Schwunges. Wenn du hier bist, kommst du automatisch in eine gute Position hier. Und wenn du hier bist, musst du beim Abschwingen nichts ändern. Dann brauchst du einfach auf der gleichen Ebene zu bleiben. So, ich werde es jetzt tun. Kurz. Um da zu sein, du wirst das Gefühl, dass du mir nach da ausholen musst. Das wird wahrscheinlich notwendig sein, damit du hier bist. Was du tun kannst, du kannst dich filmen lassen oder vor einem Spiegel arbeiten. Hier ist ein Video, das dir sehr gut helfen wird. Jetzt werde ich den Schwung so starten beim vollen Schwung. Und da war mein Abschwung viel einfacher beim Abschwingen. So, das ist ein erster Schritt für dich und ich freue mich auf das nächste Training.